Das ist schon das Mikro funktioniert nicht. Moin Leute. Auch Gang Nummer 2, wie ihr seht. Bevor wir uns nachher weiter Witchfire widmen. Erstmal ein halbes Stündchen Bioshock. Medical Pavilion. Dieser Fontaine ist ein Gauner. Fontaine als Name. Oh. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. So hätten sie nur Zugang. Mach schon. Neues Ziel, benutze den Notzugang. Digga, da dreht aber schon jemand durch. Oh, fuck. Clowns immer scheiße. Vielleicht schleichen wir uns lieber an. Was soll war das, Alter? Mann, das macht dir den Stress. Ja, wir wissen, was ein Verkaufsautomat ist. Wie viel haben wir denn? 56? Können wir zwei leisten, Alter. Tschetschenischer Wodka? Alter. Oh, da könnten wir auch ein paar kaufen. Alter, irgendeiner labert doch. Heute entlassen. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Ja, auf jeden Fall. Mann, toxischer Typ ist bestimmt an deinem Fall interessiert. Oh, Mist, hätte ich mir das Kaufen sparen können. Oh, hier liegt aber eine Menge rum. Eine Yves-Spritze, Kohle, meine Fresse. Wow, $11. Wer redet da zur Hölle, Alter? Da redet doch einer von denen. Okay. Wir müssen in den Medizinpavillon. Da oben wird es wohl sein. Okay, okay. Wo kommen die scheiß Stimmen her, Alter? Irgendeiner ist doch am Labern. Oh Mann, Alter, wo kommen sie wohl her? Okay. Es muss einen anderen Weg geben, warte mal. Ach, ich weiß wieder, glaube ich. War das nicht so? Früher? Doch. Was für ein Hacken? Hä? Ach du Scheiße. Stimmt ja. Oh, wie funktioniert das Hack nochmal? Warte, schnell Platten aufdecken. Rohre tauschen. Im Rohrofen setze sie, um Verbindungen herzustellen. Finde Rohrsegmente, indem du verborgene Platten aufdeckst. Oh shit, Alter. Ja, super. Geht ja schon mal scheiße los, Alter. Wie soll ich denn da... Warte, er fließt weiter. Ich tausche den erstmal, warte. Ah, okay. Jetzt weiß ich wieder. Sehr schön. Müssen auf jeden Fall schnell machen. Zack. Oh, okay, warte, zack. Gehen wieder dahin. Und jetzt nehmen wir... Oh, mal keinen, der direkt im Bogen... Da haben wir einen. Warte, aufdecken. Ah, okay, hat man spannen können. Mann, Alter, das war noch Hacken damals. Okay, da könnte selbst ich Hacker werden. Ah ja, wenigstens mal wieder ein bisschen gelacht. Heute nach dem Ausgang mit Emma, echt schlimm, Leute. Hundebegegnung, ganz schlimm. Ich weiß nicht, wie wir das kriegen sollen. Eigentlich bin ich komplett scheiße drauf. Wenn einer da Pläne hat, ich glaube, ich habe schon jeden YouTube-Hundetrainer durch,
Tipps und Tricks durch. Bringt alles irgendwie nichts, Alter. Wir üben seit Wochen. Ich verstehe das nicht, Alter. Sie rastet aus bei anderen Hunden. Ich bin komplett kopfgefickt, Alter. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Oh, Scheiße. Oh, nein! Die kämpft doch jetzt für uns, du Idiot. Aber, wo fliegt sie hin? Verdammter Hacker, Alter, geh doch da hinten hin, wo du die Stimmen hörst. Okay, mal sehen, ob sie mitkommt. Oh, Alter, diese Geräusche von allen Seiten. Machen mich irgendwie ganz kirre, muss ich sagen. Moment mal, viel zu laut irgendwie. Audio-Modus Surround? Why? Nein, wir spielen doch Kopfhörer, Alter. Warte, SFX, Sprachlautstärke kann bleiben. Die machen wir auch ein bisschen leiser. So, Musik kann eh leiser übernehmen. So, oh, sorry. Bleib von meinen Patienten weg! Das Ding ballert nicht, Alter. Okay, die machen sich gegenseitig alle. Das ist doch schon mal gut. Oh fuck, wie konnte ich den daneben setzen? Oh doch, er macht was. Oh, was? Meine Fresse. Bei, Alter. Nix bei, wenn es Kugeln. Können wir hier was machen? Nö. Kaffee. Immerhin. Oh, apropos. Oh, shit. Ich habe natürlich keinen mehr. Emergency Access. Okay. Gut, Alter. Soll man schon hierbleiben? Wo ist denn der Typ, Alter? Haben wir den schon durch? Der hat doch eben noch. Da ist die. Okay. Wow, wow, wow. Sie sind durch den Notzugang gewesen. Den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob überhaupt noch ein Mensch ist. Bin dann benutze ich Notfallsteuerung in der oberen Ebene des Notzugangs, um die Tauchkugel zu lösen. Ja, machen wir doch gerade. Zerstöre was? Du musst in den Hauptteil des Medical Pavillon gelangen. Es gibt einen Stromüberbrückungsschalter, mit dem du das Traumnotzugang öffnen kannst. Okay, hier noch. Oh, alte Geschichten. Warte mal. Steinman. Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Oh, das hat aber schön gesagt. Du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist schwindelig. Manchmal sehe ich sogar Dinge, die gar nicht da sind. Wer redet denn jetzt wieder? Du
musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückhalten. Und wenn du dich versiehst, bist du wieder gesund und munter. Denk daran, ein kluger Splicer ist ein glücklicher. Gut, wie komme ich rein? Es gibt ja einen Stromüberwachungsschalter, mit dem du das Stromnotzugang öffnen kannst. Ist das da hinten? Nö. Jetzt unten ein Schalter. Ja, irgendwie. Okay, wie soll man? Es muss doch irgendwo einen Zugang geben, verdammt Hacke. Der labert doch einer da. Holy shit. Da vielleicht, warte. Ja, aber wie komme ich zu dem hin? Scheiße. Okay, warte mal. Wofür war ein Lieder-Chamber nochmal gut? Holy crap! Also um hier reinzukommen, müssen wir erstmal oben hin, aber... Die schon? Jo. Du Idiot. Oh, und die erste MG. Sehr oldschool, aber cool. Gar nicht mal schlecht. So, der Notschalter. Ich glaube, jetzt kommt auch schon der erste dickere, ne? Ein Splicer oder sowas. Oder was erleben wir jetzt hier, oder? Shit! Die können natürlich durchballern. Oh, da unten ist sie. Eklig. Ruhig nicht. Wow! Du verwendest ganz schön viel. Was denn? Wo ist er hin? Das ist scheiß. Oh, holy! Alter Schwede. Okay. Noch eine? Mach ich nicht. Ich hab die Spiel schon immer gehasst. Meine Fresse. Da ist noch eine alte, Alter. Ich glaub's nicht. Der Parasit hasst drei Dinge: den freien Mann, den freien Willen und freie Menschen. Hätten kann man das Ding auch? Versuchen wir mal. Das ist natürlich bestimmt schwerer. Natürlich ist es schwerer. Warte. Wohl, werden wir sehen. Warte, zack. Ja, es ist schon eine ganze Ecke anders. So, das ist doch schon mal gut. Warte. Schnell, bring ihn hier lang. Nein, dann bring ihn hier rum. Heilige Scheiße. Das wird zu lahm. Shit. Digga, das wird knapp. Oh nein! Oh.
Oh, Schwein gehabt, Schwein gehabt. Nee, warte, so. Warte. Warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Warte, nehmen wir ihn. Und shit. Ihn und ihn. Sehr schön. Jetzt können wir alles klauen aus dem Ding, oder was? Oh shit! Du. Meine Fresse. Wofür haben wir das Ding jetzt gehackt? Sind die Sachen jetzt billiger? Ja, okay, wow. Okay, aber immerhin 5 billiger. Ist doch schon mal was. Flasche Wodka stellt zwar eine kleine Menge Gesundheit wieder her, entzieht aber auch eine kleine Menge Eve. Dann lassen wir's. Die hat man schon? Jo. Kann ich da schon wieder einen labern? Alter, diese scheiß engen Gänge. Da schon nichts drin. Oh, das war doch mal so ein Dings, ne? Ja, so ein Medikit-Automat. Der nächste Irre, ja. Der nächste Irre. Also dafür, dass das Spiel so alt ist, ne? Immer noch Hammer. Ist. Wer labert? Alter, die Surgery. Der funktioniert auch nicht, ne? Natürlich nicht. Oh, warte. Steht direkt einer hinter? Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Ach du Scheiße. Einfach nur der Blutspur zu folgen. Ja, geiler Tipp, Alter. Above all, do no harm. Steinman. Oh, Steinman ist durchgedreht. Heilige Scheiße, Alter. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, Warzen zu entfernen oder eine Missgeburt einigermaßen vorzeigbar zu machen. Damals nahmen wir noch, was wir kriegen konnten. Aber mit Scheiße. Adam kann man Körper formen wie Ton. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir müssen mit diesem Ton immer weiter und weiter töpfern, bis der Job erledigt ist. General, Alter. Bock auf Steinman. Lass ihn um. Nein! Fuck, Alter! Es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroball triffst. Oh, holy shit, Alter! Eine mobile Dreckstation? Ey, Moment, kann man die nicht hacken? Kann man die nicht hacken? Nein. Oh, fuck! Man kann sie nicht hacken, Alter, und ich habe das halbe Leben umsonst verloren. Dreck. Okay, zumindest wissen wir es jetzt. Ja, meine Fresse. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen Parasit? Die Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Digga, von dir will keiner geheilt werden. Alter, guck dir mal diese Klinik hier an. Der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Holy shit. Gut, wir plündern alles. Auch nicht besser als er. Heilige Scheiße. Erstmal ist plündern. Loot muss immer sein. Egal. Oh, wer bist du denn? Lead Head Splicer. Oh! Ich
nächsten neu. Psst. Diese Kackgeräusche, Alter. Mann, geht einem das auf den Sack. Oh, kommen wir da rein? Kommen wir da rein? Da labert doch schon wieder einer. Kommen wir hier nicht rein, Alter? Treten oder sowas konnte man nicht, ne? Aber irgendwie muss man hinkommen. Steinman MD. Oh. Ja, das ist. Ich bin schön. Ja, Boris. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Oh, in was hatte der sich nochmal verwandelt? Wenn ich noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht nutzt. Oh. Ja, wir sollten ja die Dings nehmen. Oh, shit. Was? Steinman kills. Ach, hätten wir gar nicht gedacht, so wie die Klinik hier aussieht. Heilen 16? Warte, wir hacken das Ding. Oh, jetzt hier bin ich mittlerweile Hacker geworden. Oh, shit, das geht. Gut, fangen wir erstmal chillig an. So. Warte. Oh, der hat sich von alleine erledigt. Das ist doch schon mal gut. Warte, so. So. Und so. Okay, jetzt nur noch $10. Das ist echt cool. Was? 10? Hatte ich 27 nur? Scheiße. Aber egal, zumindest Gehalt. Direkt am Marseille. Die steht wohl hinter der Wand. Wir looten erstmal noch ein bisschen. Mann, Alter, ich kann nichts mehr von seinen Nachrichten. Was? Liebe für die Wissenschaft. Hören wir uns auch an. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an einen Baum, hört sich an wie Eva Braun. Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Wer? Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Ach du Scheiße. Also ist Tannenbaum genauso irre wie er? Du verfügst über Spezialmunition, benutze Q und B, um die Munitionsart zu wechseln. Okay. Panzerbrechend. Ja, scheiß drauf. Brauchen wir aber jetzt nicht. Heilige Scheiße. Okay, es hört sich an, als wäre es über uns. Mann, die Chirurgie ist aber groß. Wir sollen noch hinten, aber warte. Oh, hier ist ein schöner. El Amo Bandito. Komm, hacken wir auch, Alter. Mit Hacken sind wir schon mal dabei. Was soll das denn für eine Scheiße, Alter? Jetzt kriegst du schon Spam-Nachrichten von... Alter, ich hasse das, dass dieser... Oh, mehr als mittelschwer, das Scheißding. Oh shit, Alter. Mit. Okay, warte. What the fuck? Oh, das ist. Ich glaube, das ist eine Nummer zu groß für uns. Jo. Nein. Alter. Oh, weg ist es. Ja, stimmt, dafür krieg ich mal noch einen Schlag. Ah, okay. Checken wir erstmal hier alles ab. Vandalismus. Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren.
Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Geht nicht, müsste einen finden, der nach unten geht. Shit. Oben, nach oben, nach oben. Okay, warte. Nach oben so. Oh shit, Alter, in die Falle gelotst. Ah, er hat mich verarscht, Alter. Heilige Scheiße. Okay, ist vorbei, ist vorbei, ist vorbei. Wir sind hier im Minenfeld. So, das Hacken lassen wir jetzt erstmal für eine Weile. Oh, wir haben nicht mal 25, Alter. Wenn hätte ich eine Eve-Spritze gewollt. Müssen wir so weiter. Kostenlose Plasmide bei Dandy Dental. Oh Scheiße, Alter. Surgery, da müssen wir rein. Oh, kann man nicht vorher erstmal noch ein bisschen looten gehen? Hier gibt es doch bestimmt noch was. Alter. Wie eklig kann sich heulen anhören, Alter. Sie wird hier hinter der Wand stehen, stimmt. Oh, wow. Digga, 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 Digga. Er selbst explodiert auch nochmal. Sehr schön. Nitrospleißer. So wirklich gut war der nicht in seinem Job, würde ich sagen. Wenn es hier aber nichts zu looten gibt, was Vernünftiges, ne? Was haben wir denn hier? Kiste mit was? Granaten. Wo natürlich keine einzige drin ist. Ionischer Schrot. Oh, gibt's hier jetzt etwa die Shotgun? Gibt's jetzt eine Schrotwumme? Scheiße. Die schon untersuchen. Heilige Scheiße. Picasso der Chirurgie. In loving memory of Winston Hoffner. Fuck. Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Auf jeden Fall. Und wenn ich das Bild so anschaue, hat's geklappt. Heilige Scheiße. Da ist der Pinsel. Steinman. Loving Memory of Winston Hoffner. Ich glaube, ich will da nicht reingehen, Alter. Heilige Kacke. Oh, Kacke. Oh, das sind keine schönen Geräusche, Alter. Das sind keine schönen Geräusche. Kann man da nicht hoch? Nee. Holy shit, Bro, wer geht freiwillig in eine Leichenkammer? Sicherheitskameras,
Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herum hören. Sie sind Ryans Augen und Ohren. Ei! Oh! Oh! Schnell noch untersuchen, bevor sie verbrannt wird. Holy crap! Oh, okay. Nein! Mann, ich wollte das. Hackers Delight. Neues Tronicom, Hackers Delight. Mit Hackers Delight wandelt ihr Körper in veränderten Strom an der gehackten Maschine in ein leistungsstarkes Heilmittel um. Hacken und heilen. Holy shit. Du hast dein erstes Körpertonikum erhalten. Ja, hauen wir doch gleich mal rein, das Ding. Sonst noch was? Verbandskasten. Patron. Ideal. War wohl nicht ideal, die Temperatur. Scheißegal, Hauptsache wir haben unser Tonikum erhalten. Gut, dann hat es sich wenigstens gelohnt. Scheiße, 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 scheiße. War das nicht die Treppen, die ich gerade... Ein Parasit treibt sich herum. Was? Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Abfackeln, wenn etwas in Rauch aufgehen sollte. Dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Nicht reinkommen, nicht reinkommen, nicht reinkommen. Heilige Scheiße. Oh, Moment mal. Hi. Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Erreichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Okay. Ja, abfackeln ist fast noch cooler. Aber Electrobolt ist noch cooler. Passt schon. Hätte ich überhaupt lang gehen sollen? Ich dachte, hier war eben noch alles. Scheißegal. Was war das für ein Gluggergeräusch? Ich habe irgendwas Gluggern hören. Okay, hier haben wir es gut abgestaubt, das muss man sagen. Ach, hier ist das, wo wir eben nicht hochkommen. Okay. Gucken wir hier noch, ob es was zu looten gibt. Jo, ein paar Patronen, da hängt ein Seestern. MG-Patronen, sehr schön. Okay, dann können wir wieder runter, würde ich sagen. Der Ausflug hat sich gelohnt. Was? Was soll ich benutzen, um nächstes Plasmid auszuwählen? Was denn? Wie, ja, wieso? Oh, oh. Okay.
Okay, mal sehen, wie gut Abpacken funktioniert. Holy moly! Scheiße! Digga, abpacken ist cool. Hier hinten waren wir aber schon, ne? Ja, ja, das sind die neuen Gegner. Also, wie viel haben wir schon? 35 Minuten. Oh! Wir wollten ja eigentlich hier heute ein bisschen Witchfire machen. Das wird jetzt sonst zu lang. Mentale Abteilung gucken wir uns auch nochmal an. Oh. Holy shit. Eingefrorene Rohre. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's in Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch schnurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Okay, kann man die wegschmelzen? Würde das wohl was bringen? Mal sehen. Oh ja, es brachte was. Oh, das hat sich gelohnt. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Was haben wir hier? Cure all. Hört sich nicht gut an, Alter. Lass mal hier gucken. Mann, da liegt aber so viel rum. Das werden sie doch nicht einfach so verteilt haben, ohne irgendwelche Gegner. Alter Schwede. Wir haben unsere erste Shotgun. Was zur Hölle? Oh, scheiße, ich wusste es. Oh, scheiße, ich wusste es. Warum im Dunkeln? Warum? Dann verstecken wir uns doch hier. So, machen wir wenigstens ein bisschen Licht. Ja, ich muss für ein bisschen Licht sorgen, Leute. Alter, wir brauchen viel zu viel Licht. Wo ist sie, wo ist sie? Ist sie abgehauen? Die ist abgehauen? Ist ernsthaft abgehauen? Warte, warte. Sinnlose Experimente? Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen. Die konnten nur an wer sonst? An blaue Augen und die Form. Alter, am Ende sind es immer die Nazis, verdammte Scheiße. Nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Diese beschissene Musik, Alter. What the fuck, Alter? Ihre Tennistrophäen? What? Telekinese. Stimmt, kriegt man ja auch noch. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shong. Kunde, Fontaine Futuristics. Neues Plasmid, Telekinese. Ist aber zu früh, ne? Wir haben noch, ja. Kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen? Kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Su Shong kommt gerade die... Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Idee für ein neues Plasmid. Hopp.
Oh, Scheiße. Okay. Diese Musik, Alter. Oh, draußen schon wieder alles voll. Oh. Was ist das? Die Patienten haben so. Ja, die hätte ich auch, Alter. Holy shit, Alter. Die Stadt aber cool hier. Hacken. Versuchen wir mal. Oh, der ist einfach, okay. Ja, aber gleich so ein Anfang ist auch arschig. Was? Sehr schön, wenigstens eine Ebspitze gekriegt. Ich hab das Gefühl, wir sind zu früh hin, Alter. Ich hätte erstmal zu ihm latschen sollen. Okidoki. Also, da wird jetzt einer warten auf uns. Supply. Oh. Was steht hier wieder? Adam denies. What? Adam denies you an. What? Eek? What? Oh. Na, ja, Supply geht natürlich nicht auf. Medizinische Unterstützung brauchen wir gerade nicht. Painless Dental. Oh nein, Alter. Nicht zu einem Zahnarzt, bitte nicht. Vita Chamber. Also hier würden wir aufmachen, wenn wir drauf gehen. Haben sie schon gut platziert. Yes. Oh ja, Alter. Wenigstens gut Cash hier gefunden. Oh, Alter. Hier gibt's gut was, aber zum. Ich würde nicht zum. Oh. Sieht immer ekliger aus. Diese Scheißbumme. Ah, jetzt haben wir natürlich nicht Dings, ne? Hier rum rein? Nein. Da hinten. Ach Scheiße, müssten wir hier durch. Oh. Okay. Vielleicht gibt es ja noch einen kleinen Umweg dahin. Du brauchst den Schlüssel zum Chompers Dental Office. Okay, das heißt, wir müssen später eh wiederkommen. Dann gehen wir jetzt erstmal. Kann man die nicht zerstören? Hey. Sieht fast so aus, als wäre das extra so eine Barrikade, dass man dahinter so einen kleinen Durchgang gehabt hätte. Aber nee, wir müssen wohl später wirklich einfach wiederkommen. Na den war es das jetzt hier erstmal. Wir machen unsere Hauptmission oben weiter. Wir müssen ja eh zu ihm.
Wow! Heilige Scheiße, ey. Oh, hallo. Moment mal. Fuck. Okay, ich brauche eben kurz... Warte. Na, Moment mal. Wo ist der dritte hin? Ist ein Witz. Nö. Du bist krank. Oh mein Gott. Wo ist er? Alter, wer hat denn... Okay. Scheiß Cam, Alter. Wieso bin ich hier hingelatscht, ich Idiot? Der Raketenwerfer auch noch da? Schauen wir uns das Gelaber mal an. Dr. Su Shong. Kunde Fontaine Futuristics. Proband ist weiß, männlich. Name Roland Wallace. Mr. Wallace, können Sie mich hören? Ja, Sir, bitte, Su Shong. Sehr schön. Okay, ich injiziere jetzt die Substanz der Charge Nummer 44. Der Codename der Charge 44 ist Zorn, weil Sie dazu neigen, die Probanden... Okay, den Probanden geht's wohl nicht mehr so gut. Oh, das ist... Oh, das ist einfach nur... Oh, Scheiße! Oh. Oh, okay. Den necken wir aber gleich noch, Alter. Jetzt können wir es hier nicht liegen lassen. Ja, dieser Drecksraketenwerfer. Jo. Und ich wette für nichts. Oh, ich wusste es. Für nichts. Shit, Alter. Ein bisschen Cash, bisschen Muni. Und sparen können. Ja, okay, zumindest haben wir das Medkit wieder, was wir jetzt verschwendet haben. Für den. Wollen wir das auch nochmal versuchen oder machen wir. Und die Person. Was wäre denn das andere? Lustig. Wie kommen wir denn in das Plasmid? Hier, hier, hier. Ah, okay. Ranch Jockey. Lässt ihren Oberkörper anschwellen, wodurch sie knüppelartige Waffen mit beispiellosem Geschick und unglaublicher Kraft führen können. Erhöht den Schraubenschlüsselschaden. Nicht schlecht. Hier hat doch gerade noch was geglänzt, oder? Können wir auch gleich ausprobieren, heißt das. Jo. Schaden ist wirklich erhöht. Naja, summa summarum hat sich's gelohnt. Scheiße, Alter. Wo ist er?
Okay, wir müssen nachher eh nochmal wieder kommen. Ich gehe jetzt nach oben, Alter, und mache erstmal das weiter, was wir zu machen haben. Hier war es ja gerade. Nee, warst du nicht, oder? Doch, doch, bin ich doch gerade rausgekommen, oder nicht? Shit, im Wasser bringt das natürlich nichts. Okay. Wow, sieht die aus? Nein, 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 nein. Scheiße, Alter. Ich war doch schon längst hier. Jetzt lade ich hier nochmal rein. Alles umsonst jetzt verschwendet. Oh, also raus. Hm. So, Treppen nach oben, Alter. Scheiß drauf. Schrot, okay. Hier waren wir auch schon, ne? Jo. Tür all, also ab nach oben. Ab nach oben. Alter, er wirft nochmal. Wie lautet der Welt? Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Nein. Was? Das Instrument, mit dem all diese Bosheit erschaffen wurde. Der Altruismus. Jo. Wo zur Hölle bin ich hier? General Service. Heilige Scheiße, Alter. Komm nicht auf mich zu. Jetzt ist es wieder so dunkel hier, Alter. Warte. 0451. Hat die Tür da hinten Code gehabt? Jo. 04. Sollte man die aufmachen? Ich weiß nicht. 5. Typisch Mensch, Alter. Oh ja. Es war gut, dass wir sie geöffnet haben. Sehr schön. Sehr schön. Dieses Irrengelächter, Alter. Oh shit, Alter. Schon eine Stunde heute mal? Ja gut, was soll's. Jetzt warte mal. Oh fuck. So einen Raum wollte ich nicht sehen. Wo steht sie? Wo steht sie? Da oben. Da bringt dir dein Feuer nicht viel. Alter, ist das eine Metzgerei, Alter? Oh. Nichts als Gerede. Zu guter Letzt sind sie keine nützlichen Mitglieder der Gesellschaft, sondern nur ihr Nutzmann. Ich hasse es. So. So eine Scheiße gehe ich gar nicht ein, Alter. So ein Mist gehe ich gar nicht ein. Licht auf einmal aus, mittendrin. Wow. Scheiß, Dreck.
War die auch rum bei den Schönheitsoperationen dabei? Scheiße, Alter. Wieso hast du das gesoffen? Das war Alf. Ui, das war Alf. Oh, hätten wir uns den Weg hier noch gespart. Den hacken wir jetzt, Alter. Scheiß drauf. Auto hacken? Komm. Sparen wir uns dann. Wo hat mein Auto hacken her? Ja, diese, dass die immer so bescheuert rumsingen müssen. Mann, was für Songs. Na komm, jetzt gucken wir auch noch, was da ist, Alter. Scheiß drauf. Vom Feinsten? Schwerlich vom Feinsten. Digga, ich will da nicht hin, wo das Licht ausfällt. Ist schon ein bisschen eklig. What the fuck, Alter? Okay, hier ist ein Plasmid. Hier war doch eben einer. Okay. Haben wir uns umsonst in die Hosen geschissen? Security Expert. HackSmart Produktpalette wurde entwickelt für Hacker, die sich auf die Deaktivierung elektronischer Sicherheitsmaßnahmen spezialisiert haben. Okay. Warum haben wir immer dieselben zwei Slots zur Verfügung? Na denn, hat sich's doch gelohnt. Aber jetzt wird hinten wieder alles voll sein, ne? Oh, Scheiß, Alter! Du Verschissenes! So, jetzt machen wir noch die Stunde voll. 58 Minuten. Scheiße, hab ich mir in die Hosen gekackt, Alter. Mann, Jumpscares sind doch billig, Alter. Was redet die zu Hölle, Alter? Und wo ist die? So, jetzt aber. Scheiß drauf. Der Grund des Meeres ist unsere Heimat. Wobei, Moment. Hacken. Oh, es wird auch hier schon schwieriger, wie es scheint. Ja, ja, wir müssen schon mal hier rum. Okay, warte. Zack, zack. Ja, wenn man ein bisschen Zeit hat, ist es in Ordnung. Zack, zack. Zack, zack. Super. Ich müsste direkt hier hinterstehen. Lebt er noch? Das nennst du Lendenstück? Wenn du das in einem sehr... Ja. Hat die gesagt, das nennst du Lendenstück und hat dabei an der Tussi da rumgeschnitten, an der Leiche. Oh, yo, yo. Wo ist Mr. Explosiv? Wo ist er jetzt? Shit! Granaten kriegen wir wohl noch nicht. Also ich statte mich eben die Haus und dann gehen wir endlich zu ihm.
Scheiß drauf, Alter. Wir könnten es nochmal versuchen, aber jetzt drauf geschissen. Nee. Lass mal. Oh, Scheiß drauf. Kugeln brauche ich auch nicht, Alter. Nehme ich lieber die Spritzen, habe ich mehr von. Nehme noch ein paar. So, jetzt aber. Dr. Psycho. Für die letzten 2 Minuten noch. Oh, ich bin schon drüber. Surgery. Dann gucken wir uns das noch an. Dann gibt's das doch erst. Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden bei den... My little sister und Big Daddy. Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Schön gesagt. So, das ist doch ein perfektes Abschiedsbild. Das reicht für heute, weil jetzt geht's ab zu Witchfire. Blessed hat er auch da. Und um die Zeit. Bis dann.